Los geht's mit diesem Freundschaftsspiel. Die US-Amerikanerinnen in den weißen Trikots. Die deutsche Auswahl in Durchgang Nummer 1 von rechts nach links. Bühl. Haben jetzt eine Überzahl auf der Außenbahn. Super gespielt, Magul! Auf engstem Raum herausragend sich da durchkombiniert. Und das ist dann auch das Resultat des Zustellens, des hohen Anlaufens. Der lange Ball wird gespielt, aber das lösen die US-Amerikanerinnen diesmal richtig gut. Gibt es jetzt auch die erste Abschlussmöglichkeit auf der anderen Seite. Gut durchgesetzt, Frums ist da. Oh, Nüsken mit dem Ballverlust. Jetzt kann es brenzlig werden. Jetzt kann es sehr brenzlig werden. Dorsun, sensationell, wie sie da zu Werke geht. Herausragendes Tackling, herausragendes Timing. Nüsken, nächster Fehler von ihr. Bestraft die USA das jetzt? Huerta hat Zeit zum Flanken, hat viel Zeit und das Auge. 34. Minute, die große, große Gelegenheit für die Kapitänin Lindsay Horan. Kommt da sehr unbedrängt zum Kopfball. Stimmt die Zuordnung nicht. Schafft es dann aber nicht, den entscheidend genug zu drücken. Szene. Merle Frums dazwischen, aber dann ist der wohl drin oder doch nicht. Einblendung sagt Tor. Merle Frums sieht so aus wie kein Tor. Und die Entscheidung steht. Weil das hatte ja ein bisschen was von Wembley gerade. Erstmal herausragend, was Lavelle da macht. Und dann ist der Ball nicht im vollen Umfang hinter der Linie. Horan war es, die den Fuß hingehalten hat nach der Parade von Frums. Und dann war das exzellent erkannt. Hier werden wir es nochmal besser sehen können. Der Ball, nee, deutlich nicht hinter der Linie. Nächste Möglichkeit. Gibt es auch den nächsten Abschluss? Merle Frums! Boah! Das brennt da hinten lichterloh. Aber zum Glück ist die Feuerwehrfrau Merle Frums am Start. Mega! Nüsken kann da nicht entscheidend genug eingreifen. Sie hingegen schon. Nervenstark! 0-0 steht es bis hierhin. Es ist in jedem Fall eine sehr launige Begegnung. Durchgang Nummer 2 läuft in jedem Fall. Die US-Amerikanerinnen noch immer in den weißen Trikots. Deutschland jetzt von links nach rechts. Puk. Riesenszene, aber der geht nur an den Pfosten. Lindsay Horan hat hier den besonderen Moment auf dem Fuß. Aber jetzt die Umschaltmöglichkeit. Bühl, Überzahlsituation für Deutschland. Clara Bühl, was machen Sie draus? Krummbiegel, ist das die Führung? Parade von Murphy. Nochmal Bühl. Es brennt im Strafraum und dann ist der drin. Clara Bühl mit viel, viel Glück. 52. Minute. Deutschland führt. Ausgangspunkt. Nochmal diese Ecke und diese artistische Einlage. Da
Da fehlten Millimeter beim Abschluss von Horan. Dann geht's schnell. Dann kommen sie in diesen Umschaltmoment. Bühl, die ist schnell. Die hat Tempo und die hat vor allem auch den Kopf oben. Das Rückzugsverhalten nicht gut von den US-Amerikanerinnen. Krumbiegel versucht's, vielleicht nicht platziert genug, aber sie setzen nach. Und das ist das Entscheidende. Allen voran Clara Bühl. Na klar ist das am Ende glücklich, dass der Ball von dem Pfosten an Murphys Rücken gerät. Logo. Und trotzdem, das Glück muss man sich auch dann in dieser Situation erstmal erarbeiten. Und sie hat den Angriff eingeleitet und am Ende dann auch abgeschlossen. Und eine Riesengelegenheit für Laura Freigang. Und das mitten in dem Moment, wo Rapino den Rasen betritt. Deutschland macht jetzt so richtig Spaß, weil sie hier reingekommen ist, weil sie hier der Partie auch ihren Stempel aufdrückt. Paulina Krumbiegel. Hagel. Rauch. Wieder Hagel! Da fehlt nicht mehr viel. Bleib so mutig, will man ihr sagen. Irgendwann wird's klappen. Da ist Morgan. Ah, Ball im Spiel, Morgan. Rapino! Ausgleich, USA! 85. Minute. Megan Rapino. Das Stadion explodiert. Oh, unglücklich. Hier ist die Situation eigentlich durch. Und dann ist es Dawson, die so ein starkes Spiel gemacht hat, die eigentlich sogar auf Nummer sicher gehen will mit diesem langen Ball. Aber dann direkt eben Morgan trifft, die die Übersicht hat. Jule Brandt auf und davon, die sieht Krumbiegel! Das ist das 2:1 für Deutschland, 89. Minute. Wow! Paulina Krumbiegel, 6. Länderspiel, 3. Tor. Super, wie Jule Brandt sich hier durchtankt. Entscheidend ihre Vorarbeit, ganz klar Ausgangspunkt, aber auch dieser tolle Ball, diese tolle Eröffnung von Oberdorf. Brandt macht das dann herausragend und Krumbiegel muss in Anführungszeichen nur noch einschieben. Die ganze Zeit hat sie den Kopf oben und entscheidet sich dann für genau die richtige. Vorarbeit. Und das ist der Schlusspfiff. Deutschland schlägt die USA mit 2:1. Glückwunsch! Klasse Vorstellung, klasse Partie. Macht Lust auf mehr. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.